Die richtige Stockhaltung, die ist doch wirklich entscheidend dafür, ob du wirklich gut spielen wirst, ob du locker lässig spielen kannst oder ob es dich stresst, ob du deinen Stick dauernd verlierst oder einfach nicht schnell genug wirst, dich verkrampft fühlst und so weiter, bestimmte Rhythmen und Schlagkombinationen einfach nicht schaffst. Also hier geht's los, das ist das Allerwichtigste. Die leichteste Möglichkeit, das siehst du auch wieder im Buch, eine wunderbare Grafik dazu, was du tust, ist einfach, nimm den Stock erstmal im hinteren Drittel nur mit zwei Fingern. Ich zeige dir das mal in der Seitenkamera. So, mit zwei Fingern den Stock nehmen, ja, und dann lässt du Daumen, Zeigefinger gegenüber und machst die anderen Finger einfach rum, ja. Daumen, Zeigefinger bleiben dabei gegenüber, also nicht jetzt hier anziehen und den Daumen vorrücken, sondern einfach weiter so bleiben. Das ist eine ganz leichte Geschichte. Und warum ist es nicht gut, nur vorne festzuhalten? So sieht man ja einige Schlagzeuger immer wieder. Da hast du mehrere Probleme. Einmal, du hast keine Seitenstabilität. Der Stock tanzt rechts und links hin und her und es ist die Gefahr ganz groß, dass du deinen Stick verlierst. Das zweite Problem, was passiert ist, du musst mit zwei Fingern wesentlich stärker drücken, presst dazu den Stock fest. Der kann sich eigentlich schlechter bewegen, als wenn du alle Finger dran hast. Und zudem verkrampfst du hier oben die Muskulatur im Unterarm. Da liegt nämlich die Muskulatur, die deine Finger bewegt. Kann man hier eigentlich ganz gut sehen. Na? Siehst du das, wie sich das bewegt? Na? Also, nicht verkrampfen, sondern wir nutzen zum einen alle Finger, damit der Stock Stabilität hat. Zum zweiten, ich kann dir den Stock so ohne Druck, ohne dass du mit den Fingern drückst, gar nicht wegnehmen, weil die Haftreibung schon so groß ist mit fünf Fingern, dass der einfach hier drin kleben bleibt. Ja? Also, du hast einfach eine viel bessere Linie, einen viel besseren Halt, du musst nicht zupressen, dadurch bleibst du entspannter. So, und jetzt kannst du einfach mal deine Arme so durchhängen lassen. Und jetzt steh mal auf, jetzt wird mein Kopf verschwinden hier, aus dem Bild verschwinden. Lass dich nicht stören, deswegen sollst du ja die Arme, die Schultern und die Hände ansehen. Und ich gehe ein paar Schritte nach hinten. So, also jetzt. Hallo, da bin ich. Das ist deine erste Übung und so sollte das aussehen. Ja? Du lässt die Schultern hängen, die Arme hängen, ganz locker. Und dann fängst du einfach mal so ein bisschen zu baumeln an. Einfach so ein bisschen mit den Händen baumeln. Und zwar nicht so, ja, also wir sind ja nicht im Kasperltheater, sondern wirklich so, wie die Arme festgemacht sind. Da siehst du schon so ein leichtes Dreieck. Das heißt, die Stockspitzen gucken sich an. Natürlich nicht so, sondern einfach ganz relaxed, ganz gerade. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen seitlich stelle, das kannst du machen, indem du dich zum Beispiel vor einen Spiegel stellst, dann siehst du, wenn ich jetzt nach oben gehe, dann führe ich eine senkrechte Bewegung aus. Die ist ganz senkrecht, also nicht hier zur Seite eiern oder nach links, sondern ganz, ganz, ganz senkrecht. Diese Übung solltest du mit beiden Armen erst ein paar Mal hintereinander machen, bevor du dich irgendwie ans Schlagzeug wagst. Du musst ein bisschen ein Gefühl kriegen für den Stick. Und gleich zur nächsten Frage, welche Sticks nehme ich denn überhaupt, wenn da jetzt beim Schlagzeug keine dabei sind, ja, oder irgendwelche komischen, die du nicht magst, da kann ich dir gar nicht so viel helfen. Also ich bevorzuge immer Stöcke, die 100% aus Holz sind. Ja. Ob das Maple ist, das heißt irgendein Ahorn, oder ob das Eiche ist, oder keine Ahnung, was weiß ich, was es noch alles gibt, Hickory. Ja. Ich habe hier Hickory Sticks, Vater Los Angeles 5A. Mag ich total gern. Habe früher so ganz schwere Stöcke gespielt und habe es mir abgewöhnt, weil mir einfach mit der Zeit die Handgelenke wehgetan haben. In erster Linie ist wichtig, der muss sich für dich gut anfühlen. Du kannst mit jedem Stock spielen. Es gibt dann diese wunderbaren, tollen Alu-Sticks. Davon würde ich dir abraten. Das macht dir dein Handgelenk kaputt. Genauso wie die Carbo-Sticks, die oft verwendet werden, die ebenfalls sehr starke Reflexionen verursachen. Man sagt ja immer, das tun sie genau nicht. Ich finde doch, ja, weil ich habe mit den Dingern gespielt und mir haben die Handgelenke wehgetan. Also da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Wenn es mittlerweile bessere gibt, dann verwende vielleicht die. Ja. Nylonköpfe
Wunderbar, macht man oft im Jazz. Warum, weiß ich nicht genau, warum man da einen Nylonkopf braucht. Vielleicht klingt es auf dem Becken ein bisschen anders. Ich mag den Holzklang und ich mag es nicht, dass ein Stock mein Becken versaut. Ja? Das ist schon schlimm genug von dem leichten Lack, der hier vorne drauf ist, dass da sich das ein bisschen abreibt. Aber so bunte Sticks, rote, grüne, gelbe Köpfe und so weiter, das versaut dir das ganze Schlagzeug. Also alles wird, dieser Lack reibt sich ab. Und es sieht nach einer kurzen Zeit gruselig aus. Und natürlich bedeutet eine Lackschicht, die da nicht hingehört, auf einem Becken, dass sich der Sound verändert. Bei den Trommeln ist es ähnlich. Ja? Also dafür würde ich dir auch abraten eher. Ganz normale Sticks, am besten nur poliert und nicht lackiert, damit du keine Blasen bekommst. Und dann einfach mal ins Schlagzeuggeschäft gehen. Jeden Zweck eignen sich 5A. 5B, das ist eine Größeneinheit, die mit der Länge, Kopfform und der Gewichtung zu tun hat. Und es gibt natürlich viele andere tolle Firmen. Ich bevorzuge Weltersticks, weil die am längsten halten und vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt okay sind. So, das mal ganz wichtig für Stöcke zu wissen und für die Stockhaltung. Und wenn du das jetzt hast, ja, dann gehst du einfach schon mal ein bisschen im Stehen in die Grundhaltung. Jetzt stehe ich mal ganz kurz wieder auf, damit du das auch sehen kannst. Also gar nicht am Schlagzeug, sondern stelle ich wieder vor deinen Spiegel. Lass die Arme baumeln und geh mit beiden nach oben, bis vor deinem Bauch ein Dreieck entsteht. So, das machen wir jetzt noch mal ein klein wenig weiter vorne. Ich lasse das hängen. Jetzt kannst du es nämlich wunderbar in der Top-Kamera sehen. Ja, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. So soll das aussehen. Ja? Also es ist ein Dreieck. Und in der Seitenkamera siehst du auch sehr gut, dass der Oberarm locker hängt in der Schulter. Ja? Und dass der Unterarm eine gerade Linie bildet. Das ist auch wichtig. Eine gerade Linie zwischen Ellbogen, Unterarm, Handgelenk, Finger und Stock. Eine Linie. Ja? Also nicht so um die Kurve rum oder so, wird ja auch gerne gemacht, kommt besonders dann vor, wenn man hoch sitzt. Ne? Also diese Haltung hier, ne? Nicht gut. Ja? So, also das ist die Stockhaltung und wir gehen weiter zur Grundposition am Schlagzeug.